Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr gerade schon im Intro gesehen habt, wie ihr diesen Kartenspin nachmachen könnt. Und zwar ist es eigentlich ein relativ einfacher Move, aber ich wollte ihn trotzdem mal zeigen, damit auch die Anfänger etwas nachmachen können. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Griff, so wie immer. Und zwar braucht ihr dafür eure Hand, mit der ihr immer Kartenspin macht. Bei mir ist jetzt links. Ich bin Rechtshänderin, ich benutze links. Und ihr müsst einfach nur eure Finger ein bisschen so einrollen. Okay? Ein bisschen so einrollen. Und jetzt könnt ihr einfach das Kartenspiel hier so zwischendrin reinpacken. Das Ganze sieht dann so aus. Ich zeige es euch gleich nochmal genauer. Der Daumen hält hier das Kartenspiel fest. Und der kleine Finger hier. Das Kartenspiel ist sozusagen in diesem Raum vom kleinen Finger, ja? Hier, dieser Bereich vom kleinen Finger hält das fest. Und der geht dann auch nochmal hier rum und stützt es von dieser Seite. Und diese drei Finger sind an dieser Seite. Okay, ihr könnt auch so reingehen. Einfach aus dem Halt. Mit diesen drei Fingern das Kartenspiel einfach so hochdrücken und dann so reingehen. Aber am Anfang würde ich es euch empfehlen, wirklich so zu machen. Ihr könnt auch ein bisschen weglegen, nur die Hälfte davon benutzen, ist eure Sache. Wie es für euch am einfachsten ist, ihr könnt einfach üben mit einem halben Kartenspiel oder wie auch immer. So, der Griff, so. Ihr könnt es auch so rum machen, auch egal, rollt die Finger ein, tut es hier so reintun und dann greifen. Wie gesagt, Daumen hier, kleiner Finger hier, die drei Finger sind eingerollt an dieser Seite des Kartenspiels. Und das war's eigentlich. Zum Griff. Wenn ihr es noch nicht verstanden habt, einfach nochmal zurückspulen, dann solltet ihr das eigentlich auch hinbekommen. Wir gehen jetzt weiter zu dem Kartenspin. Und zwar seid ihr jetzt in dieser Position und jetzt müsst ihr einfach von hier oben so ein bisschen abbrechen. Ich zeige es euch nochmal. Und zwar seid ihr jetzt in diesem Griff und jetzt geht euer Zeigefinger, streckt sich aus und geht hier oben an die Kante des Kartenspiels. Falls es ein bisschen schwierig ist, so komme ich schwer dran. Aber wenn ich mein Handgelenk ein bisschen nach da drehe, sodass das Kartenspiel nach oben zeigt, ist es viel einfacher und ich kann es sogar fast ums ganze Kartenspiel greifen. Ihr müsst halt euer Handgelenk ein bisschen drehen und dann kommt ihr besser dran. Ich mache das halt so, Kartenspiel zeigt nach oben, ich gehe hier dran und breche dann so mit dem Zeigefinger ein paar Karten ab. Nicht zu viele, sonst klappt es nicht, aber auch nicht zu wenige. Wobei das mit weniger sogar besser klappen würde, wie mit zu vielen. Schaut einfach selber. Für mich sind es ungefähr so 15 Karten, 10 Karten. Wie viel sind es jetzt? Ja, 10 Karten haut hin. Perfekt. Also Griff. Zeigefinger wird ausgestreckt. Geht hier oben an die Seite. Und bricht ein bisschen ab. Und jetzt müsst ihr einmal mit eurem Zeigefinger dieses Päckchen so runterziehen. Das ist ein bisschen schwieriger, vielleicht fällt es auch bei euch aus der Hand raus. Probiert es einfach mal. Hier hochgreifen, ein bisschen abbrechen und dann zieht ihr das einmal so runter. Das gleitet hier auch ein bisschen hoch am Kartenspiel, wenn ihr das bemerkt. Und zwar einfach mal so ziehen. Von unten sieht das Ganze dann so aus. Ja? So. Richtig professionell. Handy hat halt einfach Akku leer gerade. Aber gut, ihr geht in diesen Griff rein. Geht dann mit eurem Zeigefinger hoch. Bricht ein bisschen was ab. Und zieht das Ganze runter. Wie gesagt, so sieht das Ganze aus dann. Ist ein bisschen wie beim Chalier-Cut, wenn man das dann schließt. Nur ist man halt in einem anderen Griff. Okay? Und ich zeige es euch einfach mal, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze aussieht. Aber keine Sorge, ich zeige es euch nochmal gleich genauer. Und zwar werdet ihr jetzt so das Päckchen einmal um euren Zeigefinger drehen. Seid ihr jetzt in dieser Position. Und dann könnt ihr das einfach ganz easy so drehen. Okay, Griff, ihr bricht es ab, zieht so nach unten. Und jetzt kommt eure rechte Hand. Und zwar geht ihr mit dem Zeigefinger unten drunter und mit dem Daumen oben drüber. Und zwar ungefähr in der Mitte. Ihr könnt auch ein Kartenspiel verwenden, wo so ein Kreis in der Mitte ist, wie Virtuoso, Orbit oder Tally Ho. Und dann ist es vielleicht für euch einfacher, die Mitte zu finden. Aber wie gesagt, es muss nicht unbedingt die Mitte sein. Es kann auch hier funktionieren. Ist eigentlich egal. Auf jeden Fall, ihr geht mit dem Zeigefinger runter, mit dem Daumen hoch. Ja, so. Zeigefinger unten drunter, Daumen hier.
Und jetzt müsst ihr das Ganze festklemmen. Übt Druck aus mit dem Daumen nach unten, mit dem Zeigefinger nach oben. Und jetzt könnt ihr eigentlich mit der rechten Hand so ein bisschen nach rechts gehen, von mir aus rechts. Und das Ganze dann so drehen. Okay? Also, bricht es mit dem Zeigefinger ab, damit unten drunter, oben drüber. Und jetzt geht ihr so nach rechts, nach vorne, nach links, nach unten ein bisschen. Und dann habt ihr schon die Drehung. Und jetzt könnt ihr da beim Daumen und einmal beim kleinen Finger loslassen und das fällt einfach runter und ihr habt wieder ein ganzes Päckchen. Ich zeige es euch nochmal von vorne, abbrechen, unten drunter gehen, drehen. Okay, die Drehung zeige ich euch nochmal. So, nach rechts, nach oben, nach links, nach unten. Könnt ihr loslassen, fallen lassen. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Ich zeige es euch einfach noch ein paar Mal ohne Stimme. Und dann solltet ihr das eigentlich schon nachmachen können. Falls ihr es geschafft habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und über ein Abo würde ich mich extrem freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.